Nichts mit Ausflug aufs Meer heute. Die Alexander von Humboldt II liegt nach dem Unfall gestern in der Werft im Bremerhavener Fischereihafen. In einer Gondel untersuchen Mitarbeitende einer Versicherung und der Werft die Rahlen, also die horizontal hängenden Stahlstangen. Nach Informationen von Buten und Binnen liegt der Schaden bei mehr als 100.000 Euro. Die Stiftung, der das Schiff gehört, will sich davon aber nicht entmutigen lassen. Die Stimmung ist immer noch gut, weil wir hängen alle an dem Schiff und wir arbeiten im Team, wir arbeiten Hand in Hand. Und sie wissen, dass wir nur, wenn wir gemeinsam weitermachen, dass wir dann auch das Schiff in Fahrt halten können. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist weiter unklar. Eine Passagierin hat ein Foto gemacht. Das zeigt, wie das Schiff mit einem Dalben des Arbeitspontons zusammenstößt. Der Unfall sei Sekunden vorher schon absehbar gewesen. Zu dem Zeitpunkt waren über 100 Passagiere und 25 Besatzungsmitglieder an Bord. Verletzt wurde aber niemand. Das Schiff ist so nicht mehr segelfähig. Da werden morgen früh die Rahen runtergenommen. Dann wird der ganze Umfang festgestellt, ob wir die Rahen reparieren können oder ob Neuanfertigung vorgenommen werden muss. Ob diese Kosten von der Versicherung übernommen werden, ist noch nicht klar. Die Reparatur dauert voraussichtlich bis in den Oktober. Das heißt, in diesem Zeitraum fallen alle gebuchten Turns aus. Das ist erhebliche Einbußen, die wir da haben. Und die treffen uns auch, denn wir müssen ja unseren Kapitaldienst leisten. Wir müssen das Schiff unterhalten. Und das trifft uns natürlich hart. Aber es ist, wie es ist. Wir können die Situation jetzt nicht besser machen, als sie ist. Und wir müssen uns mit den Gegebenheiten abfinden. Das tun wir auch. Gegen Mittag dann heute eine Entscheidung. Die Alex II kommt zur Reparatur zu Stahlbau Nord, einem Unternehmen der Rönner-Gruppe am anderen Ende des Fischereihafens. Hier wird das Schiff voraussichtlich die kommenden Wochen liegen. Inzwischen ermittelt wegen des Unfalls auch die Wasserschutzpolizei. Drei Beamte gehen am Nachmittag an Bord, um die Crew zu vernehmen. Wir ermitteln jetzt gegen den 67-jährigen Kapitän. Das muss man sich vorstellen wie im Straßenverkehr, wenn man mit dem Auto fährt, auf einmal von der Fahrbahn nach rechts gegen ein parkendes Auto stößt. Genauso ordnen wir das jetzt ein. Das ist eine Ordnungswidrigkeit, ein Verstoß gegen die bremische Hafenordnung. Im Oktober muss das Schiff wieder flott sein. Ein kanadisches College hat die Alex II für ein halbes Jahr gechartert.